Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen und aufklären, was denn nun ist, wenn ich die Diagnose Lipödem habe oder einen Verdacht darauf habe. Was sind die Schritte, die man gehen muss, gehen sollte, um am besten und schnellsten versorgt zu werden und sich schnell wieder besser zu fühlen. Also, hier kommen jetzt meine Tipps und der Herangehensweg, den man normalerweise nimmt. Fangen wir an. Zuerst kommt natürlich euer Befinden. Wenn ihr merkt, eure Beine sind dicker, unproportioniert und passen irgendwie nicht zum Rest eures Körpers, die Hautstruktur ist so körnig und dellig und fühlt sich irgendwie nicht so an wie der Rest an eurem Körper, wenn ihr das vergleichen würdet, ihr seid druckempfindlich an euren Beinen, an den Oberarmen kann es Lipödem ja genauso geben, meistens auch in Begleiterscheinung dazu, wenn ihr schon etwas weiter seid. Ihr neigt total schnell zu blauen Flecken. Oft zieht ihr abends die Hose aus und habt blaue Flecken an Stellen an den Beinen, wo ihr euch gar nicht erklären könnt, wo die herkommen. Das sind schon mal alles gute Indizien dafür, dass ihr wahrscheinlich Lipödem habt. Dazu kommt auch noch so ein schweres Gefühl, so ein Gefühl, als hättet ihr Blei in den Beinen, dass euch Treppensteigen schwerfällt, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein schwerfällt und ihr total schnell müde davon seid. Wenn ihr also sowas habt, kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt beinhaltet, dass ihr zu eurem Arzt geht. Hier könnt ihr, wenn ihr einen guten Hausarzt habt, mit gut meine ich, dass ihr euch ihm anvertrauen könnt und bisher mit ihm immer gute Erfahrungen gemacht habt, erstmal zu diesem gehen. Denn eigentlich ist der Facharzt für ein Lipödem ein Phlebologe. Ich schreibe euch das Wort hier mal hin. Das ist nämlich ein Venenarzt und der kann euch das ganz genau diagnostizieren mit Ultraschalluntersuchungen. Aber wenn ihr einen Hausarzt habt, dem ihr vertraut, könnt ihr auch zuerst zu dem gehen. Ein Phlebologe ist nämlich termintechnisch immer schwierig. Da müsst ihr einfach in Kauf nehmen, auch mal weiterzufahren, um irgendwie zeitnah einen Termin zu bekommen. Also 3 Monate Wartezeit sind da eigentlich normal. Also, wenn ihr zu eurem Hausarzt gehen könnt, was super toll ist, und der euch wirklich ernst nimmt mit euren Beschwerden, dann schildert ihm das, was ihr habt. Und wenn es ein Hausarzt ist, der das Lipödem kennt, das Wort schon mal gehört hat oder sich damit schon beschäftigt hat, dann wird er es euch schnell diagnostizieren. Meist reicht dazu schon, dass ihr die Hose auszieht und er eure Beine sieht, die starke Unproportion zum Rest des Körpers. Und dann ist euch schon mal sehr geholfen, denn so komisch das auch ist, aber wenn man so lange leidet und so Schmerzen hat und dann eine Diagnose bekommt, fühlt man sich schon viel besser. Wo manch anderer sagen würde, du spinnst doch, du bekommst eine Diagnose für eine nicht unbedingt einfache Krankheit und dann fühlst du dich besser. Aber vielen geht es so, dass sie sich dann verstanden fühlen und endlich wissen, was ist denn los mit mir. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Schritt, dem dritten Schritt. Ihr bekommt im allerbesten Fall von eurem Hausarzt oder eben dem Phlebologen, dem Facharzt, wenn ihr zu dem gehen möchtet, ein Rezept ausgestellt. In diesem Rezept bekommt ihr eine Kompressionsstrumpfhose verordnet. Und oder, wenn ihr einen ganz lieben Hausarzt habt oder einen Phlebologe, der es bereit ist, euch das auch noch auszuschreiben, manuelle Lymphdrainagen. Eine manuelle Lymphdrainage ist eine Behandlung bei einer meistens Krankengymnastik in der Art, einem Physiotherapeuten, zu dem ihr gehen könnt. Da seid ihr frei, welchen ihr euch aussucht. Ist termintechnisch aber auch manchmal schwer. Und es ist, ich nenne es mal so, dass man sich was darunter vorstellen kann, sowas wie eine Art Beinmassage. Eure Beine werden in gewisse Richtungen ausgestrichen, gedrückt und das nimmt euch Schmerzen und Druckgefühl. Und in regelmäßiger Anwendung, wenn ihr es verschrieben bekommt, kann es schmerzlindernd wirken. Ja, was es ja auch noch gibt, ist dann auch noch die Kompressionsstrumpfhose. Zu der erzähle ich euch ganz kurz was. Ich habe die natürlich auch getragen, als ich dann die Diagnose bekommen habe und es ist zu Anfang sehr ungewohnt, da sie nämlich sehr eng ist. Mit diesem Rezept, das ihr bekommen habt, geht ihr zu eurem Sanitätshaus in eurer Nähe und dort werden erstmal eure Beine ausgemessen. Je nachdem, wie fit oder wie modern euer Sanitätshaus ist, wird das so mit einem Gerät gemacht. Ich habe noch ein Bild, wie es bei mir zuletzt gemacht wurde. Da wird das mit einer Art Laser gemessen und geht um einiges schneller und unkomplizierter. Ansonsten wird halt einfach ein Messband genommen. Alles noch ohne schmerzhafte Eingriffe und völlig unkompliziert. Dann dürft ihr euch meist eine Farbe aussuchen.
Hier kann ich sagen, gibt es einige, die schwarze Modelle bevorzugen. Ich persönlich hatte eins in einem Hautfarbeton, der zu meinem Hautton gepasst hat, damit ich die auch im Sommer problemlos tragen konnte und sie nicht direkt auffällt. Das ist jedem selbst überlassen. Wenn dann eure Maße genommen wurden, kommt als nächstes der Schritt, dass sie bestellt wird. Das kann ein paar Tage dauern, bis sie da ist, je nachdem, ob es eine Maßanfertigung sein muss oder ob es ein Modell ist, was einfach aus einer Reihe sein kann, wo ihr nur einen bestimmten Größentyp bekommt. Ich zum Beispiel hatte Größe 3. Da gibt es einfach verschiedene Stufen, geht das natürlich ein wenig schneller. Der Tag ist gekommen, eure Kompressionsstrumpfhose ist da. Ihr geht ins Sanitätshaus und sie wird anprobiert. Wenn alles passt und alles sitzt, ist es erstmal ungewohnt. Dieses Ding ist knalleng. Es soll ja verhindern, dass sich eure Beine so schwer und voll und platt fühlen können und zu viel Wasser reinläuft. Deswegen ist sie eng. Erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, aber ihr werdet froh sein. Am Anfang zieht ihr sie als mein Tipp erstmal stundenweise an und probiert euch dran zu gewöhnen und wie ihr euch damit fühlt. Das Anziehen am Anfang ist sehr schwer, man muss sich dran gewöhnen. Jeder findet so seine Kniffe, aber Achtung, bitte, bitte tragt dazu zumindest irgendwelche Gummihandschuhe. Ihr müsst nicht unbedingt diese teuren Modelle kaufen, die es extra zum Anziehen einer Kompression gibt. Ich kam auch sehr gut mit so Gartenhandschuhen zurecht, weil die so eine Gummi-Innenfläche haben, die gut zu Hochziehen hilft. Aber macht es nicht so mit euren bloßen Händen, weil wenn ihr mal irgendwie ein Stück vom Nagel abstehen habt oder raue Haut, macht ihr euch die Strumpfhose kaputt und das wird dann nicht übernommen, weil ihr sie selber kaputt gemacht habt. Also seid da vorsichtig, behandelt diese Strumpfhose wie etwas sehr, sehr Wertvolles, was sie ja tatsächlich auch für euch ist. So, nun habt ihr eure Kompressionsstrumpfhose und tragt sie hoffentlich, nachdem ihr euch dran gewöhnt habt, täglich. Abends immer ausziehen, weil über Nacht sollte man sie nicht tragen. Ist mir schon passiert, ich bin damit eingeschlafen und habe unfassbare Kopfschmerzen und Schwindel bekommen. Die ist wirklich nur für tagsüber gedacht. Die Kompressionsstrumpfhose sollte euch schon so einige Schmerzen lindern und es sollte euch schon etwas besser gehen. Das ist nämlich die konservative Methode. Eine Kompressionsstrumpfhose tragen und die manuelle Lymphdrainage dazu, wenn sie euch von eurem Arzt verschrieben wird. Was ich euch persönlich noch dazu empfehlen kann, ist, schaut mal, ob eure Ernährung nicht in Ordnung ist und beginnt einen Sport oder bleibt an eurem Sport dran, trotz Schmerzen, versucht euch zu überwinden. Ich habe auch noch ein anderes Video dazu mit ein paar Tipps von mir, auch als Lipödem-Betroffene, wie man die Ernährung super umstellen kann und wie man sich auch angewöhnen kann, gesünder zu essen. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch mal anseht. Vielleicht ist ja auch ein guter Tipp für euch dabei. Nun habt ihr seit einiger Zeit die Kompressionsstrumpfhose. Für viele ist das ausreichend, aber ich kann euch sagen, eine dauerhafte und komplett schmerzlindernde Lösung ist leider nur eine Operation. Nach dem aktuellen Stand müsst ihr die leider selber bezahlen und da müsst ihr wirklich pro Eingriff, je nachdem wie schwer ihr betroffen seid, braucht ihr einen Eingriff, zwei, drei, nur die Beine oder auch die Arme, Oberschenkel nur oder auch die Unterschenkel, müsst ihr pro Eingriff mit ca. 5000 Euro rechnen. Das ist viel Geld und für viele ist das auch ein riesiger Einbruch im Budget. Und auch ich als Studentin konnte mir sowas nur schwer leisten. Manche Ärzte bieten hier eine Finanzierung ab, das bedeutet, ihr zahlt es in monatlichen Raten ab. Bei manchen müsst ihr aber auch direkt zahlen. Je nachdem könnt ihr euch ja danach richten, welchen Arzt ihr euch raussucht. Die aktuelle politische Situation ist ja sehr spannend. Es geht gerade darum, ob in Zukunft nicht die Operationen für Lipödem-Patientinnen übernommen werden. Da bleibt es also weiterhin sehr aufregend, was sich da tut. Haltet es einfach im Auge und vielleicht, wir drücken uns alle die Daumen, dass es so ist, muss man künftig diese sehr teure Operation nicht mehr übernehmen und die Krankenkasse muss hierfür gerade stehen, was auch genau die richtige Art und Weise ist. Sucht euch also euren Arzt raus, euren Arzt des Vertrauens, lasst euch erstmal beraten. Manche Beratungstermine kosten 50 Euro, manche sind kostenlos, je nachdem. Und schaut, wie ihr euch fühlt, wenn ihr euch für eine Operation entscheidet. Das Gefühl muss stimmen. Nehmt ruhig in Kauf, etwas weiter wegzufahren, wenn damit dann die Operation etwas günstiger ist und ihr euch besser fühlt. Ich persönlich bin 300 Kilometer quer durch Deutschland gefahren, um meine Operation am 15.05. wahrnehmen zu können. Das war für mich die beste Lösung, weil ich mich mit diesem Arzt, mit dieser Klinik am besten und wohlsten gefühlt habe. Das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das gestalten wollt. Also somit habt ihr jetzt schon mal einen kurzen Überblick, was denn dann die wichtigsten Schritte sind. Nochmal zusammenfassend,
Wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr diese ganzen Symptome habt, die für ein Lipödem sprechen, findet einen Hausarzt oder einen Phlebologen, der dafür Spezialist ist, der euch erstmal das diagnostiziert und euch anschaut. Zweitens, kümmert euch darum, dass ihr eine Kompressionsstrumpfhose bekommt und im besten Fall sogar die manuelle Lymphdrainage verschrieben bekommt und nehmt dieses Angebot wirklich wahr und ernst. Im dritten Schritt, schaut euch eure Ernährung an, schaut euch euer Verhalten zu Sport an, macht ihr den richtigen Sport und findet etwas, was euch neben diesen Schmerzen, die ihr sowieso schon habt, das Leben etwas leichter macht. Und viertens und letztens, falls ihr euch für eine Operation entscheidet, überwindet euch und wenn ihr es finanziell irgendwie auf die Beine stellen könnt oder eine Finanzierung in Betracht ziehen könnt, versucht euch den Mut zu nehmen, euch operieren zu lassen. Ist natürlich nicht leicht, wenn ihr euch das finanziell nicht leisten könnt, da habe ich das größte Mitgefühl für. Aber wartet ab, vielleicht tut sich ja demnächst etwas. Wir sind alle sehr gespannt, wie das noch ausgehen wird. Vielleicht werden OPs ja künftig übernommen. Ja, und das war's auch erstmal wieder von meiner Seite. Ich hoffe, für die, die jetzt auf dem Findungsweg sind, wie es denn jetzt weitergeht mit dieser Diagnose oder den Symptomen, die ihr habt, hat das etwas weitergeholfen. Einfach als kleinen Überblick, was ihr machen könnt, was euch zusteht auch durch die Krankenkasse und wie ihr persönlich damit am besten umgehen könnt. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich total freuen, weil ich mir wirklich jedes Mal viel Gedanken um die Videos mache und Mühe gebe und versuche, denen, die jetzt mit dieser Diagnose leben, etwas weiterzuhelfen und teilt auch gerne mein Video, wenn ihr möchtet, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, sehen wir uns sehr bald wieder und ich freue mich auch auf rege Kommentare, wenn ihr mich gerne persönlich kontaktieren wollt für persönliche Fragen, die ich gerne beantworte. Dürft ihr mir auch gerne über Instagram schreiben. Hier bin ich sehr aktiv und dort dürft ihr gerne auch meinen Weg verfolgen. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurem Weg und bis demnächst.